Haben wir noch mehr Sitzlinge? Nö, das sind drei drin. Okay. Ja. Hab keine Lust zu warten. Ja, der Sifter steht da auch. Bloß den brauchen wir eigentlich für nichts außer für Fischen. Ja, ist doch okay. Dann können wir uns doch Essen angeln. Nee, die kann man glaube ich gar nicht essen. Die Fische. Hier. Aus was könnte ich mir denn jetzt meine Axt bauen? Ist das egal oder hat es irgendwie Du könntest dir aus Flint eine bauen. Flint hätte ich gerade 4 dabei. Ja, woher? Aus der Chest. Achso. Kann sein, ja, irgendwo habe ich sie gefunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, dann muss ich die auch mit Flint wieder reparieren, ne? Ja, Flint kann man herstellen aus 4 Gravel. Also so, schwer ist es nicht. Sobald wir da mal eine Kobbelfarm haben, ist es. Ach, Moment. Ja, dann warte ich vielleicht noch, bis wir eben diese Farm dann haben, oder? Hilft mir jemand, den Baum da hier zu entlauben? Warte, ich mach. Agent Orange haben wir ja zum Glück noch nicht. Komm doch nicht hoch. Der baut sich mit dem wertvollen Holz hoch. Er kann es wieder abbauen. Was macht viel Wert? Also im Holz ist es momentan somit das Wertloste, was wir haben, glaube ich. Ja. Wertlose, was ihr momentan habt, ist doch eigentlich... Dings. Ding. Das bunte Glas. Eines sieht wenigstens noch schön aus. Naja. Bitte kein Holz hacken, gerade ich stehe auf einen Drogen. Ich würde runterfallen. Ja. Hui, es war knapp. Hat mich fast selber in den Abgrund gestürzt. Das beruhigt einen. Ja. Zum Glück nur fast. Wenn du einen Sessel hier runterschmeißen kannst, kann ich weitermachen. Okay, es waren ein paar mehr. Egal. Boah, das reicht jetzt sogar für 2. Ja. Dafür werde ich sie auch nutzen. Boah. Hier sind Kölsers. Boah. Wer ist Kölsers? So ein Kerl, der zu viel von allem hat. Danke. Was? Ich hab Holz gekriegt. Also geklaut, eher gesagt. Warum ich so spreche, das ist einfach nur erstens, weil mir scheiße langweilig ist. Dann komm doch online. Geh mit uns. Was ist dein Problem? Davon abgesehen, dass ich das schon mal beantwortet habe, aber es gerne nochmal tue. Du unter anderem. Komm doch her, Junge! Komm doch selber her. Nein, ich hab's zuerst gesagt. Ja, aber ich hab... Ja, was, ha? Was? Mein Dreck. Doch nicht mein Dreck. Ich bin jünger, ich hab das Recht dazu. Gib mir Dreck zurück. Mein Dreck. Du hast gar kein Recht. Ich hab das Recht darauf, kein Recht zu haben. Das ist aber mein Dreck. Das ist schon mein Recht. Eben. Also habe ich dir nicht gerade widersprochen. Du hast recht, ja. Ja, eben. So. Was?
Ich glaube, ich habe mir gerade echt die billigste Axt überhaupt gebaut. Schön. Ja, auch mich zu verarschen. Na, die Flint-Axt, die ist ziemlich gut. Die ist, glaube ich, sogar besser als Stein. Also eine kurze Frage. Hm? Wie kann es sein, dass dieser Ofen funktioniert, wenn das nur der halbe Ofen ist? Hey, wir haben wieder eine Quest zum Claimen. Die Maggot. Maggot. Wie sieht wohl aus? Wie funktioniert dieser Ofen? Das geht doch gar nicht. Du hast keine Möglichkeit, wo du überhaupt eigentlich Feuerholz reinlegen kannst. Doch, oben drauf. So, hier war das Planks, war das effektivste, ne? Ich glaube 6. 6? Nein, Planks. Okay. Ja, die machen dann immer 3. Also, 2 Planks machen 3 Dinge. Gut, machen wir es so. Das nehme ich für die Fackeln. Aber so ganz ehrlich, bei Holz geht's vielleicht gerade noch, dass du Holz mehr oder weniger oben ankokelst und machen lässt, aber Eisen oben auf einer Herdplatte mehr oder weniger? Ja, natürlich, im Topf halt, ne? Im Keramiktopf. Wir brauchen mehr Inventarplatz. Haben wir das Fischding eigentlich schon? Wir haben das Fischding schon, wow. Ja, wir müssen Quest fertig machen. Kläme. Jo. Dann klären wir wieder einen nach dem anderen. Ich hab die linke genommen. Nehmt's nicht. Okay. Ich nehm ganz rechts dann. Dann nehm ich die halb rechts. Gut, habe ich bekommen. Gut, habe ich auch. Bitte mal vielleicht das Inventar ein bisschen leeren, weil du weißt nicht, was da alles drin ist. Color Dicks. Doch kacke. Verarscht. Was hast du für ein Rechte? Ich brauch mehr Chests. Ich bin gerade dabei, eine zu machen. Einfach oben drauf stellen. Ja, eben. So. Ja, am besten sollte man das irgendwo anders verwandeln, weil die Scheiße benutzt ihr eh gerne. Übrigens da. Ach ja. So, Kram, den keiner braucht. Das Ding da. Die Samen feuerst doch auch, oder? Wo habe ich den Kürbissamen herbekommen? Ja, egal. Siehst du, die bekommst du ab und zu. Ich baue jetzt mal die nutzlose Chest da oben an die Lampe ran. Okay. Dann sonst was ich reinschmeißen könnte, so. Jetzt das Inventar nochmal kurz sortieren und dann die Kiste öffnen. Also die Berg öffnen. Hochbuch. Effizienz 3. Ah, naja. Sonst nichts. Efficiency 3 ist schon praktisch, aber irgendwie nicht gut. Komm, der Platz reicht nicht mal aus für vor einer Chest. Vor einer Chest. Boah, es ist so hübsch. Ups, sorry. Wir könnten uns ein Haus daraus bauen. Ja, wir haben doch ein Haus, reicht doch. Wir könnten die ganzen Löcher im Boden mit den bunten Bricks zustopfen. Das sähe bestimmt voll toll aus. Ja. Könnte. Klar, machen wir das mal über Nacht. Hast du so ein Mosaik-Brick? Warte, ich muss da noch irgendwo eine Chest hinklatschen. Nur in Pink-Blau, das ist super. Ach, machen wir es auf die andere Seite. Blau-Genta. Zum Teufel. Ich will wirklich einfach so ganz wirklich flach machen den Boden und dann einfach hoch die Wände ziehen gerade. Dann kannst du da immer noch Holz hinpacken. So. Und für die künstlerische Nuance mach ich's gestreift. Nuance. In den Straßen der Nuance. Ach du Scheiße. Holz. Es sieht so toll aus. Ein Meisterwerk. So, und da haben wir wieder 10. Muss ich echt loben, ja. Das okay, haben wir so, sonst noch das irgendwo Löcher? Nee, ne? Oh nein, oder? Es ist so unglaublich gut geworden. Bitte. Das bleibt jetzt so, für immer. Okay. Aber muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Wo ist denn das Wasser eigentlich hin? Weg. Nee. Das sickert aus bei den Barrels. Deswegen kann man auch muss die Cobblestone. Nein, ich meine den Fluss, den wir hier hatten. Ach so, den habe ich zugestoppt, weil man sonst nicht angeln kann. Ach so. Mir ist nur aufgefallen, dass
immer wenn ich solche Maps spiele, wo man sich eigentlich plötzlich alles selbst aufbaut, dass ich es hasse, einfach irgendwas wieder abbauen zu müssen. Wenn ich irgendwas neu baue, dann baue ich es komplett neu. Irgendwas, was ich je gebaut habe, lasse ich so. Deswegen einfach, das was da jetzt ist, mit dem Holz da als Abdeckung und dann den Steinen daneben, das solltet ihr wirklich so lassen. Einfach nur, das ist so ein bisschen Erinnerung, nenne ich erstmal. Einfach nur, um das möglichst nostalgisch zu halten. Mach mal hier überall Torches hin, wo Monster spawnen können. Kann man eigentlich Staub durch diesen Kessel durchdrücken? Hast du dann gemahlenen Staub? Interessant rauszufinden. Weißt du was, mach ich einfach mal. Wir haben es ja. Wenn es denn geht überhaupt. Oder Sand dadurch? Zu spät, jetzt haben wir schon Staub. Wenn du den Gravel durchpackst, kriegst du wahrscheinlich Flint raus, das ist logisch. Geht sogar wirklich. Huch, pulverisiertes Golderz, okay. Ja. Aus Sand. Aus Sand. Aus Sand halt Gold, okay. Ja, da findest du Spurenelemente von irgendwas. Von den ganzen Erzzeug. Okay. Bei den Bäumen solltest du genau fackeln, genau. Solid Quartz Dust. Yay. Wir haben unser ME-Storage-System schon fast fertig. wo habe ich den restlichen Clay gepackt? Da. Mach hier auch nochmal Fackeln rein, da so in die Mitte. Mhm. Bam. Ja, so ist noch ein unbedingt Unblock. Verschwenderisch. Machen. Mach ich Porzellan. Ja, komm, das geht schon. Wir haben's du doch brauchst doch nur 6 Stück Porzellan, 7 Stück Porzellan. 7. Ja, eben. Warum hat er dann 8 gemacht? Weil es geht. So, jetzt kann glaube ich nirgendwo mehr Monster spawnen. Nicht oh, das ist doch gut. So, ich nehme an, den muss ich erstmal durch den Ofen jagen. Jo. Da reicht aber auch ein Holz wieder. Oder Slab oder 2. Ich glaube 2 Slabs. Nee, ich glaube das reicht sogar genau. Nein, doch nicht. Boah, ich hab Hunger, wieso haben wir noch was zu futtern? Ich hab noch was. Hier. Ich hab noch einen Fisch. Futter! Yay, was sind das? Chicken Jerky. Hab ich so bekommen. So. Also toll aussieht, kommt das Ding jetzt dahin. Ach, eine Fackel reicht. Danke. Wow. Ja, deswegen, ja, was anderes haben wir eigentlich als Wärmequelle. So, was war jetzt weiter? Da muss Kobbel rein. So circa 4 Stück für ein Labe. Okay. Das macht so viel Sinn. Mit einer Fackel Stein zum Schmelzen bringen, geht das. Und das in einem Porzellanpott, also. Ja, ich glaube, du wartest da einfach jahrelang. Dann tut sich nichts. Haben wir jetzt eigentlich schon diesen Bucket? Noch nicht, mache ich noch. Da fehlt uns noch einmal Clay machen. Ah, warte, ich habe hier noch einen Dreck, den können wir eigentlich wieder verwenden. We need one clay more. Ne, warte, egal. Hey, Stein. Langsam werden deine Witze besser. Wo? Ja. Das sind 3. Ja, langsam was mehr mit Waffen zu tun, langsam ist besser, ne? Ich hatte doch, glaube ich, genau, hier hatte ich noch einen. Wundervoll. Komm, wachsen die Bäume nicht. Stirb Stein, stirb Gravel. Wir haben noch Fackeln, oder? Stirb Stein, stirb Gravel, stirb Sand. Gravel. 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 Und er saufe Staub. Er saufe Staub. Gravel. So. Das heißt für uns auch heute so. Das ist blöd. Darfst du jetzt einfach einen Eimer machen? Ja, wir müssen uns da irgendwie eigene Übersetzungen schreiben für Minecraft. Das ist der Ton im Eimer. Den ich jetzt erstmal befeuern werde. Brennen. Du brauchst davon 2. Du kannst auch einen Stock dahinter legen einfach, passt auch. Stimmt. Ey, warum jetzt... Ach, egal. Also hier ist nochmal Staub, ihr sucht doch Staub, oder nicht? Nö. Oh. Nee, okay. Ein Staubblock. Dieser Toneimer sieht einfach so unglaublich hübsch aus. Der was? Den kann man nur einmal benutzen für Lava, ne? Der Toneimer. Geht dann kaputt. Oh, okay. Oh. Also am besten jetzt schon mal eine Infinite Water Source überall hinpflanzen. Ja. Unten wieder den Bach auffüllen, weil der war schon cool. Ja, nur wo kriege ich jetzt das zweite Wasser her? Da, guck her. Hier oben ist ein Infinite.
Ah, okay. Stimmt. Der Baum ist gewachsen, stürzen wir uns drauf. So, wohin? Am besten nicht in die Nähe von Holz. Was? Wieso? Weil das Holz nicht nass wird. Nein, weil wir müssen ja einen Cobblegen machen. Wir haben doch die ganzen bunten Steine. Wir können uns gut weit genug von der Plattform hier entfernen. Genau. Und Glas haben wir auch noch, das können wir auch verschwinden. Den Rest baust du mal drauf. Es wird einfach so hübsch. Ich find diese Insel jetzt schon hübsch. Das ist einfach. Weil in jedem Durchlauf wird diese Insel komplett anders aussehen. Bei jedem Spieler. Und das ist das Coole daran. Machen wir es mal rot und light blue. Ja, mach doch mal. So hinters Haus oder wohin? Ach ja. Kommt drauf an. Je nachdem, wo du dich hinstellst, ist überall hinters Haus. Ja, mach kaputt. Ja, was sonst? Das Schöne ist Dane's Clay, kann man es eigentlich drücke wandeln? Nee, du kannst es halt aufheben. Immer eine schön große Plattform. War die falsche Taste. Nee, ist schon richtig. Ein paar Sachen kann man aufwenden. Opala, ist. Das hast du zu toll gemacht. Das hat jetzt jeder gesehen. Ich kann doch eigentlich gar nicht. Wird das ein Schachbrett-Pattern? Ja. Cool. So ähnlich. Bloß hier muss jetzt irgendwie ein Cobblestone drauf. Und ich kann ja so viele gute. Aber stimmt schon, Wasser und Lava, das ist eigentlich cool. Da. Dann kommt die Lava ins Blaue und das Wasser ins Rote. Genau. Da das so gut passt, ist der Cobblestone nicht mittig. Weil es nicht geht. Naja, doch. Ist ein bisschen in einer Schaffenskrise. Warte mal. Doch, wenn man die Lava von oben aufs Wasser drauf fallen lässt. Wobei, ne, haben wir Cleanstone auch stehen. Nee, warte mal, Orange ist ja so. Das wär sogar noch besser an sich, weil Cleanstone sich schneller abbauen lässt. Echt? Cleanstone lässt sich schneller abbauen als Cobblestone, ja. Okay. Aber auch wirklich um eine Mikrosekunde oder so. Nee, das merkt man schon auf jeden Fall, das merkt man. Aber ich ja, merke das immer. Ganz wenig. Aber wenn du wie bei einem Cobblegen da irgendwie stundenlang vorstehst, ist das um einiges hilfreicher. Aber ehrlich, Spiked Sword. Die einzige Stelle, wo es gespiked ist, ist da, wo die eigene Hand dann liegt. Ja. Das ist so. Wer baut so ein dummes Schwert? Was habe ich? Ich habe einen Kaktus vor mir? Die erschöpfte Katze. Ja, irgendwie schon. Aber jetzt so. Ich habe einen Kaktus vor mir? Ich habe ein bisschen Papier vor mir? Und ich habe noch Borstelgriff? Ja, Papier, Kaktus und Netherrack. Ach, Netherrack. Gut. Und ich habe noch so ein bisschen Nethergestein. Am logischsten wäre, die Klinge aus dem Kaktus oder aus dem Nethergestein zu machen. Dann den Schaff, also die Halterung selber, dann aus dem jeweils, also dann die Klinge aus Kaktus. So. Der Schaft aus Netherrack und dann aus Papier eben die Abschirmung. Okay. Aber einfach mal schon, wir haben schon, okay. Firing the Pottery. Haben wir doch alles schon. Zeit für Rewards. Schon wieder? Ja. Ja. Cool. Yo, Buddy, komm gleich. Und es sind wieder 4 Beutel. Ich nehm den rechten. Und? Sekunde. Gut. Das ist die Frage. Nehmen wir den oder versuchen wir unser Glück mit anderen? Ich guck mal, was der so bringt. Ne, die sind ja immer unterschiedlich. Ich würde immer mit anderen versuchen, einfach nur, weil es geht. Ja, nee. Klar, warum nicht? Ne, nur der Tier ist ja immer mit drin. Soundmuffler, den hatten wir doch schon. Ne, Soundmuffler nicht, wir hatten einen Rainmuffler. Dann nehme ich die. Ich hatte den schon mal, den habe ich jetzt. Nehme ich die zweite von rechts. Und? Basic. Ja, öffne die mal.
Ich habe auch mit Basic. Mango-Setzling, Birnen-Setzling, Avocado-Setzling, Nutmeg-Setzling, keine Ahnung. Bananen-Setzling, Limetten-Setzling und Peppercorn-Setzling. Dazwischen ist noch eins. Bei uns oben mittig. Und Pomegranate, Granatapfel. Boah, das Ding ist nützlich. Ich habe einen goldenen Lasso bekommen, damit kann man Tiere fangen. Rumziehen. Ja. Voll cool. Mich auch? Ja, dich auch. Oh, hallo. Hast du endlich wieder ein Lasso um dich herum? Ja. Komm, hol dein Lasso raus. Das klingt in dem Zusammenhang so falsch. Darauf hab ich's angelegt. Hol dein Lasso raus. Dann spielst du ja Cowboy und Indianer, ja? Ja. Wir reiten um die Wette. Mhm. Ach ja, diese Lieder, die man als Kind nie verstanden hat. Weil man einfach zu blöd war. Rein theoretisch könnte ich doch diese ganzen komischen Supersetzlinge auch verwursten. Aber ich würde Bananensetzlinge setzen. Wie Supersetzlinge? Einfach nur, weil es geht. Wie gesagt, ich habe Granatapfel, ich habe Bananen, ich habe Limetten, ich habe Peppercorn. Granate. Ganz ehrlich. Ja, die sind doch cool, wie halt die doch. Ich würde von jedem von denen würde ich eine Spezies setzen. Okay. Ja. Und dafür Bäume holzen. Ja, wie viele Slabs haben wir noch? Ich habe noch 26. Okay, hier in den Kisten haben Warte mal. Wir. Wie viele Saplings hast du bekommen? 16 von jedem. Oh. Okay. Und wie viele Arten sind das? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Nee, 8. No, ach ja, okay, ja. Das ist ein normaler. Da brauchen wir aber Dreck. Ja, das ist sehr geil, den können wir uns ja holen. Wir brauchen Dreck. Die Hälfte von den Setzlingen könnt ihr ja schon mal zur Erde machen. Habt ihr immer noch 8 von jedem? Eigentlich schon, wenn das geht. Denke ich jetzt mal. Ich zweifle es, das ist ein ganz anderer Mod. Eine Mod. Nee, geht nicht. Schade.